Wir haben mit mehreren Mädchen hier gearbeitet und es wurde alles aufgeteilt, ob in der Küche, ob geputzt oder Räume machen, alles. Frau Hellebold war hier als Heimleiter. Er hat seine Augen überall gehabt, also hat schon gut aufgepasst. Und Frau Lippold, seine Frau, war für Küche und Personal zuständig. Wenn ich daran denke, dass wir Puddinge gekocht haben, auf Bleche geschüttet, so Grießpudding, und dann wurde das immer abgeschnitten. Und dann kriegte jeder was auf dem Teller mit Himbeersoße. Damals hatte man ja noch richtig Hunger. Und die Kinder aus Hamburg, die hatten Hunger. Es gab auch Leckere darunter, die das nicht so gern mochten, aber gut, die mussten damit leben. Und das sind die ganzen Töpfe und Pfannen, die wir benutzt haben. Und dann wurde hier aufgemacht. Und da ist dann der Essraum und da standen die Kinder und haben sich ihr Essen geholt. Und haben sich dann hingesetzt und alle gegessen. Jeweils standen hier drei Tische mit sechs Personen. Und nebenan ist auch noch der gleiche Raum gewesen. Wenn das Haus voll war, wurden beide Räume benutzt. Und wenn die Kinder fertig gegessen hatten, dann mussten sie zusammenräumen und das Geschirr in die Abwaschküche tragen. Ja, dann haben wir diese Becken hier schon alle voll Wasser laufen lassen. Das war zum Abwaschen, das war zum Spülen. Und dann passten immer fünf große Stapel Geschirr da rein. Und dann ging das immer flott, flott, flott raus und die Kinder mussten abtrocknen. Einmal die Woche sind denn Herr und Frau Lippold zum Einkaufen gefahren mit ihren kleinen VW. Und wenn sie wiederkamen von Celle, vom Großeinkauf, dann war alles vollgepackt. Hier hatte Herr Lippold sein Büro. Hier hat er seinen Schreibtisch, stand genau unterm Fenster. Und somit konnte er die Terrasse und den Ein- und Ausgang alles gut beobachten. Das heutige Gemeindebüro war früher die Privatwohnung von Herr und Frau Lippold. Und hier drüben war der Essraum für die Trainer und Haute Volée. Dieses ist der Aufenthaltsraum. Da konnten die Kinder drin spielen oder sich beschäftigen, lesen, was auch immer war, wenn schlechtes Wetter war. Hier im ersten Stock waren die Toiletten für Jungen und Mädchen. Und die Schlafräume für die Trainer und aber auch für die Kinder. Es sind ja große Räume gewesen. Und ja, da haben die geschlafen. Und hier ist dann der Waschraum mit Duschen und alles. Da links ist dann noch ein Schlafraum und da geht man durch. Da ist dann der Tennisraum gewesen. Da haben die Kinder immer Tennis gespielt. Und da die kleine Treppe geht zur Ohrenflucht hoch und da ist ja der ganze Boden mit Betten ausgestellt und da war immer alles voll, wenn Ferien waren. Hier unten ist die Waschküche. Da sind eine alte Waschmaschine, eine Miele-Waschmaschine und ein Miele-Trockner. Da haben wir alles drin gewaschen und nebenbei auch hier noch gebügelt. Als wir das nicht mehr gemacht haben, dann ist das nebenan von Frau Lippold, die Schwester, die hatte eine Mangel, das ist Irmchen Tietze, die hat eine Mangel hier nebenan gehabt. Und da wurde dann die Wäsche hingebracht. Wenn das alles fertig war, war hier der große Hof. Das waren alles Leinen. Und sind denn da haben wir die Wäsche aufgehängt. Da die zweite Tür, da ist der Kartoffelvorrat gewesen und Gemüsevorrat. Und da haben wir als Mädchen immer gesessen und haben Kartoffeln abgekeimt. In den 50er und 60er Jahren war das Jugendheim permanent belegt. Das war im Herbst, im Sommer, im Winter gab es mal eine Zeit, wo nicht so volle Belegung war, aber es waren immer Jugendliche aus Hamburg hier in Steinhaus. Und die hatten sehr viel Spaß, auch auf den Höfen mal mit anzupacken. Im Sommer oder im Herbst haben sie bei der Ernte mitgeholfen. Helfen war übertrieben, aber sie haben versucht mit anzupacken, weil sie sowas gar nicht kannten aus der Stadt. Sie waren neugierig eben auf das Landleben und haben auch mit am Tisch gesessen, haben mitgegessen und die haben wirklich, man konnte ihnen das anmerken, sehr viel Freude gehabt, mit der Steinhauser ländlichen Bevölkerung hier zusammen zu sein.
Steinhorst war bei den Jugendlichen so beliebt, weil es in der damaligen Zeit, in den 60er Jahren, war es ja noch nicht so, dass das alle Eltern verreisen konnten. Die meisten Kinder blieben in Hamburg auf der Straße. Und Steinhorst kostete damals, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 30 D-Mark, 14 Tage. Alle waren immer ganz glücklich, wenn es nach Steinhorst ging. Das hatte auch den folgenden Grund, dass man natürlich hier etwas weniger beaufsichtigt wurde. Es war natürlich so, und das war sehr beliebt, das war die Feuerleiter hinten am Heim, die dann von den Lehrgangsteilnehmern benutzt wurde, um dann, wenn abends Bettruhe war, dann die Feuerleiter runterzugehen und dann entweder drüben nach zu Nieber zu gehen, zu Mielchen oder zu Wehner, heute Gasthof Heine. Das führte teilweise zu etwas komischen Situationen, aus einem ganz einfachen Grunde, weil man als Lehrgangsleiter eventuell dann auch nochmal ein Glas Bier trinken wollte und dann plötzlich Lehrgangsteilnehmer in der Gaststätte vorfand, beziehungsweise von draußen, man konnte die Lehrgangsteilnehmer sehen. Das wurde nie so ganz streng gehandhabt. Die Gaststätte Wehner oder auch hier Lieber, die haben dann die Lehrgangsteilnehmer in einen separaten Raum gesetzt, die dann gedacht haben, man hat sie nicht gesehen, aber wir haben sie trotzdem gesehen, wir haben das gewusst, aber wir haben das dann auch laufen lassen. Wir hatten 1962 einen ganz vornehmen Besuch hier. Der Bundestrainer Seppel Herberger ist hier gewesen und viele haben um ein Autogramm gebeten, da war ich auch dabei. Und er hat alle anstandslos ein Autogramm gegeben. Und Uwe Seeler, den hätte ich, habe ich ihm gesagt, den Uwe Seeler hätte ich auch gerne gesehen. Da sagt er mir, Uwe Seeler hat sich entschuldigt, der kommt leider nicht, sonst ist er immer dabei. Manfred, heute spielt der HSV gegen den FC Augsburg und gegen den Abstieg. Ich hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass es irgendwann mal dem HSV so schlecht geht. Das wäre mit unserem Uwe gar nicht zu machen. Uwe war ein Kämpfer, der für unbedingt für einen Sieg eingetreten wäre. Hallo, guten Tag. Hallo. Und aber schönen guten Tag. Ja, das kenne ich auch an ihm wieder. Ja. Naja, es war ja so, als Jugendliche sind wir ja für den Hamburger Fußballverband immer nach Steinhorst gefahren. Wir haben sicherlich das als Jugendliche immer genossen, weil das für uns immer etwas Besonderes war, draußen im Grün. Ich komme ja aus Eppendorf, da war nach dem Krieg auch ausgebombt. Mhm. Unser Bolzplatz früher war ein Trümmergrundstück. Also insofern war es dann natürlich in Steinhorst immer besonders, etwas Besonderes für uns. Und wir haben uns natürlich ausgetobt. Steinhorst lag natürlich immer fantastisch, deswegen vergisst man das auch. Dazu gehörten ja die Sportplätze noch. Ja. Und dieses Schwimmbad hier. Ja. Ja, das erinnere ich nur so, weil mit Schwimmen war bei uns Fußballer nicht. Also ins kalte Wasser durften wir schon immer nicht, weil das nicht gut für die Muskulatur war. Weil es dann, wenn wir trainiert haben, Zerrungen gegeben hat. Und deswegen haben wir uns meistens nur abgekühlt. Sollten ja die Jugendspieler nachts da so das Gebäude verlassen haben. Nachts das Gebäude. Und ja, ich war immer ein braver Junge. Also ich hab das nicht verlassen, weil wenn man den ganzen Tag trainiert hat und sich bewegt hat, manchmal haben wir ja 2-3 Mal am Tag trainiert, dann war ich abends schon müde, habe ich lieber geschlafen, dann war ich am Tag fit. Wenn wir im Trainingslager waren, dann haben wir ja sehr oft auch 3-mal trainiert am Tag. Dann sind wir Frühsport vorm Frühstück, was ich gar nicht so gerne mochte. Ich musste erst ein bisschen gegessen haben, um dann fit zu sein. Aber gut, wir haben das gemacht, Frühsport, dann haben wir schön gefrühstückt. Und dann so nach dem Frühstück noch ein bisschen Verweildauer, so eine Stunde, dann haben wir wieder trainiert. Und dann haben wir Bettruhe gehabt, mittags. Und dann nachmittags nochmal wieder trainiert. Also das war wo wir 3-mal immer trainiert haben. Das war nichts Besonderes für uns, sondern das war an der Tagesordnung. Denn wenn wir mal nicht 3-mal trainiert haben, dann hat der Trainer uns, glaube ich, für fleißig gehalten, dass wir gut trainiert haben. Nein, da haben wir mal irgendwas anderes unternommen. Wir haben ja auch Ausflüge gemacht oder sind mal Kaffee trinken gefahren. Mhm. Also immer ein bisschen Abwechslung, damit das auch immer Spaß gemacht hat. Ich habe seinerzeit als Steinhorst nicht
so ein bisschen abflachte als Sportschule. Da muss ich sagen, da fand ich ein bisschen traurig, weil ich meinte, dass das für Jugendliche da ganz gut ist, sich vorzubereiten, wenn irgendein größeres Spiel ist. Also wir haben uns da einfach wohl gefühlt. Vor allen Dingen warst du ein Kämpfer beim Fußball, also verlieren konntest du so schnell nicht. Nee, also ich wollte nicht verlieren, ich wollte mal gewinnen. Ne? Aber auf der anderen Seite konnte ich verlieren, aber hat mir nicht so gut gepasst. Gewinnen war besser. Ich kann die Daumen nicht mehr drücken, das habe ich schon die letzten 3 Jahre gemacht. Die sind alle platt. So, in der Hoffnung. Okay. So, vielen Dank. Ja, gerne. Als der Fußballverband die Überlegung anstellte, Steinhorst aufzugeben, der HSV damals wollte gerne eine eigene Sportschule auf seinem Gelände in Ochsenzoll bauen und hat dann über das Präsidium des Fußballverbandes dafür plädiert, Steinhorst aufzugeben. Man hatte so argumentiert, Steinhorst, Umbauten und Modernisierung wäre zu teuer. Das hat damals den Schiedsrichterausschuss des Fußballverbandes auf den Plan gerufen und wir Schiedsrichter haben gesagt, wenn ihr uns in Steinhorst freie Logis gibt und die Materialien herstellt, dann haben wir genügend Leute, die Steinhorst modernisieren, ohne dass euch das einen Pfennig Geld kostet. Nachdem der Hamburger Fußballverband sein neues Trainingszentrum errichtet hatte, verkaufte er im Juli 1973 seinen Steinhorster Besitz, Jugendheim, Badeanstalt, Sportplatz und einige Grundstücke im Postmoor an die Gemeinde. Die Gemeindeverwaltung arbeitete im alten Forsthaus neben der damaligen Gastwirtschaft zum Braunen Hirsch, heute Damario, deren Gastwirt Heinrich Rehbock gleichzeitig Bürgermeister von Steinhorst war. Nach dem Verkauf hat der Hamburger Fußballverband weiterhin das Haus für Seminare, Wochenend- und Ferienaufenthalte benutzt. Im Haus haben sehr oft auch Besuchergruppen übernachtet, dadurch war das Haus gut belegt. Erst 1975 wurde die Gemeindeverwaltung aus dem ehemaligen Forsthaus in das Jugendheim des Hamburger Fußballverbandes verlegt. 2 Jahre später hat der Rat der Gemeinde Steinhorst auf Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Ernst Güß das Jugendheim in Haus der Gemeinde umbenannt. Schon seit 1974 war der Kinderspielkreis im Jugendheim untergebracht. Der Spielkreis war 3-mal in der Woche vormittags geöffnet. Leiterin dieser Einrichtung, die in der Trägerschaft der Samtgemeinde Hankensbüttel lag, war Irene Mütterlein aus Räderloh, von 1952 bis 1960 im Pelikan-Kinderheim in Auermühle als Erzieherin tätig. Im Kinderhort wurden die Schützlinge spielerisch gefördert und gefordert. Eine weitere Erzieherin im Kinderspielkreis war Helga Kuhwald, die mit ihren eigenen Kindern 5 Jahre lang in der ehemaligen Hausmeisterwohnung im 1. Stock des Hauses der Gemeinde wohnte. Ja, ich war frisch geschieden und bräuchte eine Wohnung mit 3 Kindern. Und da wurde das angeboten hier. Und dann habe ich kriege ich noch den Platz hier als im Spielkreis zu arbeiten. War sehr schön. Mhm. Und dann kamen noch Leute von Hamburg und so, da habe ich dann noch mal Essen gekocht. War sehr viel Leben in der Bude, was ich 15 bis 20 Kinder. So ungefähr. Ich glaube, von 3 bis 6 haben wir gebastelt. Und wenn Weihnachten war, haben wir dann was an den Fenstern gemalt. Und wenn schönes Wetter war, waren wir draußen. Auch im Winter, wenn Schnee gelegen hat, dementsprechend angezogen. Anfang der 80er Jahre besuchte ich hier in den Räumen des Haus der Gemeinde den Spielkreis, geleitet von Frau Mütterlein und von Frau Kuhwald. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit, weil es immer eine herzliche, liebevolle Atmosphäre war. Wir haben gebastelt, wir haben gespielt. Besonders ist mir noch dieses wunderbare 80er-Jahre-Orange-Geschirr in Erinnerung, was wir uns aus der Küche dann holten, um zu frühstücken mit Kakao und den Broten von zu Hause. An der Wand hing ein großer Baum, da waren unsere Geburtstage mit Namen dann als rote Äpfel angehangen. Und natürlich die Geburtstage dann auch immer gefeiert wurden dann, ne? Dass jedes Kind dann auch seinen Tag auch schön hatte. Wir hatten Faschingsfeiern, Weihnachtsfeiern im großen Saal.
Ja, also es ist einfach eine wunderschöne Zeit gewesen.